Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht es einmal um meine unangenehmste Erfahrung, die ich je hatte mit Cannabis. Hasch, einfach Hasch, Zero Zero. Gekauft hat es damals der Gfelle. Ich war gerade 18 Jahre alt, habe Maurerausbildung gemacht und war halt schon gut beim Bier abpumpen. Das konnte ich schon ganz gut auf dem Bau. Und war halt so, ich habe mich gefragt, hast du schon mal gekifft? Und ich so, ja, logisch, ja, natürlich, das glaubst du. Die Wahrheit war, ich habe gerade mal zweimal was geraucht gehabt. Meinen ersten habe ich ja schon mal erzählt und beim zweiten war es halt auch so, dass es nur noch Spuren von Hasch waren, die beim Tabak drin waren, das hat ausgereicht. Das Zeug war damals auch schon ganz schön heftig. Ja, und dann ist es so gewesen, seine Freundin war Friseurin und ich hatte so einen Afro-Schädel auf und die wollte mir die Haare schneiden. Ja, weil ich habe das immer gehasst, zum Friseur zu gehen, weil ich nie das gemacht habe, was ich wollte. Aber die hat gesagt, sie macht's und die hat es auch gemacht. Und dann war es leider so, dass wir in München Schwabing, da hat er gewohnt in der Nähe von meiner Mutter, da in seiner Billardhalle einen Typen getroffen haben und da man Zero Zero kauft. Für einen Fuffi. Ich glaube 5 Gramm hat er gekriegt dafür. Und dann sind wir wieder zurück zu seiner Freundin, da hat er einen Joint baut und da baut er halt die Hälfte rein, sagt es mir aber nicht. Und ich gehe halt davon aus, ja, also so eine Spur drin ein bisschen, was wir halt auch immer reinmachen. Und dann zieht er halt ein paar Mal an, die Hälfte ungefähr abgeraucht, drückt mir das Teil in die Hand und geht in ein anderes Zimmer. Und ich rauch und zieh und rauch das Ding halt nieder. Das Ding, oh, hat ganz schick ausgeschmeckt, hey. Ja, und dann werde ich halt schon langsam lustig und immer lustiger und sie schneidet mir die Haare und dann ist irgendwie irgendwo Stress, sie geht kurz weg. Und ja, dann fängt es langsam an, dass ich mich kaum erinnern kann. Ich sitze halt da so im Tagträum und rechts sitzt halt auch noch mal einer und sagt irgendwas und ihr Schritt. Okay, und dann klingelt's und dann kommen zwei Typen rein. Einer ist so ein ganzer Fetter und einer ist ganz lang und dünn und groß. Dann kommen die so rein, ich schaue die so an und plötzlich wird der Dicke lang und der große Lange wird kurz und dick. Ich habe voll die Optik schon. Ja. Und in dem Augenblick ist man dann schlecht geworden und dann wollte gar nicht mehr wissen, was los ist. Und bin auf die Toilette, habe mich eingesperrt und wollte dann nicht mehr raus. Und kotzt wie ein Reiher. Und dann bin ich halt da ins Bett von der rein, habe halt da drin gepennt bis zum nächsten Morgen, war in der Früh auf, der eine halbe Kopf abgeschnitten und die andere Hälfte war halt noch ein riesiger Friese da und habe halt warten müssen, bis der heimkommt. Das war mir urpeinlich. Die hat mir aber dann die Haare geschnitten, ganz normal, und dann bin ich halt dann heimgegangen. Ja, aber weißt, egal wie krass das war, sterben hätte ich nicht können. Und bei jeder anderen Droge wäre ja schon ein draufgegangen. Wenn das Alkohol gewesen wäre, wäre schon eine Alkoholvergiftung gehabt. Wäre es ein Heroin-Atemstillstand. Bei Koks weiß der Geier, was da alles passiert. Das ist schon auch alles heftig. Hey. Leute, ich sag's euch. Mittlerweile weiß ich, wie man mit sowas umgeht. Hat man zu viel THC drin, kommt jetzt wieder dazu, dann ist die Angstwirkung weg. Ohne Tabak wird es da auch nicht schlecht. Ich habe Leute schon kotzen sehen, die sind gestandene Kiffer gewesen und kaum war ein bisschen zu viel Tabak in der Bogen, hat es umgekippt, auf die Latschen kauen. Tabak ist halt, Nikotin ist nicht zu spaßen. Das kannst du ausprobieren. Nimmer Bogen, zieh im Kopf Tabak pur. Nur Tabak drin. Das kippt dich weg, dass du nicht mehr auskennst und es schmeckt ekelhaft. Aber weißt, das ist das, der Turn von Nikotin. Es ist das gar nicht wert. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann Daumen nach oben, wenn nicht Daumen nach unten, aber dann mal Begründung in die Kommentare. Über Kommentare würde ich mich sowieso freuen. Abonniert meinen Kanal und so weiter. Peace out.